Ja, beim Eintreffen fanden wir den Doppelgelenkbus der Hamburger Hochbahn hier quer zur Fahrbahn stehen, vorne mit Berührung des Wohnhauses, leichte Beschädigung dort auch der Putzfassade. Wir haben keine verletzten Personen. Vorsichtshalber ist der Busfahrer jetzt zurzeit noch in medizinischer Betreuung, wird aber wahrscheinlich nicht im Krankenhaus zugeführt. Der Bus ist so weit beschädigt, dass er scheinbar fahruntüchtig ist. Für uns bleiben jetzt nur die Maßnahmen auf die HVV zu warten und dann müssen die sehen, wie sie ihren Bus hier weggeschleppt bekommen. Ja, also der Busfahrer hat gemerkt, dass er falsch gefahren ist und dann wollte er halt hier wenden und dann weiß ich nicht, was denn vorne passiert ist. Auf jeden Fall gab es dann auch Geräusche im Motor und ja, dann hat er Gas gegeben. Ich denke mal, dass er den Rückwärtsgang einlegen wollte und er hat halt nur gedacht, dass er es getan hat. Und dann hat er halt Gas gegeben und dann ja, ist er halt ins Haus reingefahren.